to the beat, beat, beat. We go to the beat, 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 beat. We go to the beat, beat, beat. We go to the beat, 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 beat. We go to the beat, beat, beat. We go to the beat, 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 beat. Schön, kann man gucken, gell? Wir laufen jetzt einmal im Kreis? Ja. Okay. Hey! Schön, dass ihr da seid. Einen schönen Montagabend wünschen wir euch. Es geht los. Heute ein ganz, ganz seriöses Thema. Full Body, No Jump. Und wir haben gesehen, es sind schon wieder alle fleißigen Montagstrainierer mit dabei. So schön, immer wieder eure Namen zu lesen. Wir haben heute auch was ein bisschen Spezielles, oder? Wie immer eigentlich montags. Und wir haben so dieses Training noch nie gemacht. Also lasst euch überraschen. Tipp mal rechts und links mit einer Ferse. Dürfen wir ein bisschen lautere Musik hören, Stefan? Ja. Danke, perfekt, super. Und dann zieh mal deine Knie nach oben. Langsam den Puls. Ah, Stefan amüsiert sich jetzt noch über unseren Einmarsch. Und er war doch so perfekt. Nimm locker die Arme mit. Ja, jede Woche extra für euch was Neues. Dass ihr zumindest am Anfang noch lacht. Wer weiß, wie es sich in einer halben Stunde verhält. Aber zumindest zu Beginn. Bitte, ja. Heute ist Stefan am DJ-Pult wieder eine große Aufgabe. Er zählt nämlich anschließend für uns. Er ist schon ganz nervös. Zieh mal nur rechts. Die letzten 8 Stück. Oh, das wird jetzt schon anstrengend. Ja. Noch 4. Bleib mal oben und dann schwinge und zieh. Schwinge und zieh. Richtig weit, Knie zur Brust. Aber ganz, ganz locker. So, ein bisschen Faszien. Schwinge zum Aufwärmen. Oh, meine Balance. No jump, gell? Denk dran. Nicht springen, nur wackeln und umfliegen. Ja. 2 mehr und lösen. Nur das linke Bein ziehen und ab. Ganz locker. 8 Stück nur. Die letzten 4. Auch hier bleib oben und dann schwingen und ziehen. Schwingen und ziehen. Mirja, Yvonne. Schön. Anni, Petra, Team, immer gut. Oh Gott, ich kann schlecht lesen. Anke, Dagmar, Heike, Miri, immer wieder, Patricia, Anja, Dagmar, Doris, Valeria. Ist weiter oben noch jemand, Stefan? Sabrina und Pascal. Sabrina, bist du wieder daheim? Oder immer noch? Shanghai war es, oder? Oder immer noch in Shanghai? Und Adelheid natürlich. Eine Doris, die ab und zu macht die nur mit, die Doris. Also 4 Stück. 2. Und lösen. Locker. Öffne mal die Beine und schieb dich ganz entspannt. Stefan startet schon mit dem Zählen zum Üben. Also ich erkläre euch, während wir hier mal so ein bisschen hin und her schieben und die Beine warm machen, was wir heute für ein Konzept haben. Wir machen heute das Konzept
Sanduhr und Sportler. Hört sich sehr professionell an, gell? Also, immer einer von uns ist die Sanduhr und der andere in dem Moment der Sportler. Und der Sportler sportelt so lang, wie die Sanduhr braucht für die Anzahl an Übungen. Okay? Also beispielsweise, meine Aufgabe wäre es, im Plank zu halten, so lange, bis die Fabienne als Sanduhr 100 Kniebeuge gemacht hat. Und dann wechseln wir die Position. Beispiel, kommt nicht, keine Angst. Beispiel, nimm mal den Oberkörper mit, damit auch der warm wird. Und wenn du magst, dann suchst du dir immer deine Übung aus. Entweder Sanduhr oder Sportler oder du wechselst, so wie wir es auch machen. Einmal Sanduhr, einmal Sportler. Stefan meint, ihr springt schon ab. Nein, jetzt sind sie erst recht neugierig. Die letzten 4, 3, 2 und löse, locker. Okay, wir starten. Mach ich zuerst Sanduhr? Okay, ich mach zuerst die Sanduhr und Fabienne macht zuerst die Sportler. Ich mach Double Step Touch und die Fabienne macht Squats unten halten. Sind ihr Startler? Ich hoffe. Ah, sehr schön. Wir rutschen noch ein bisschen, damit ich dich nicht verdecke. Okay, Achtung. Es gibt 16 Double Step Touch. Auf los geht's los. Und ihr blieben schön unten. Jawohl. Nein, nur die Musikbögen zählen. So, jetzt will man den Stefan noch nie lernen. Achtung, jetzt kommt der zweite Musikbogen. Wer mag im Double Step Touch? Eine Ferse ran zum Popo. Ja, wie uns, wir sagen immer wieder, die Herausforderung an die DJ ist hoch. Also die Hälfte Hammer. Sehr gut. Das wird fies, gell? Schön halten. Also wenn du jetzt mal die Sportlerrolle hast, dann wird es jetzt schon knackig in den Oberschenkel so zum Starten. Eine letzte Runde noch. Also 15 Sekunden so in etwa. Fabienne meint, das packe nach. Einmal noch hin und zurück und dann dürfen wir euch erheben. Und locker. Ausschütteln. Lösen. Wie war's? Anstrengend. Okay. Dann darfst du jetzt am besten ein bisschen vor. Da ist mehr Platz. Parat? Auf los geht's los. 16 Mal Double Step Touch. Und wir halten. Bis Fabienne fertig gesteptoucht hat. Yeah! Komm ein Stück vor. So sieht man es besser, gell? Okay? Yes! Oh, wir haben noch nicht einmal die Hälfte. Komm schön tief, Popo auf Kniehöhe. Nicht zu tief, dann wird es zu einfach, aber auch nicht zu hoch. Also so richtig schön anstrengend. Hälfte, oder Fabienne? Hast du 8 Stück? Okay. Yeah, mehr als die Hälfte, hätte ich gesagt. Ein gutes Zeichen. Komm, jetzt heißt es durchhalten. Immer schön aufrecht. Bauchnabel zieht nach innen. Und ihr merkt jetzt schon, Sanduhr ist immer entspannter als der Sportler. 2 Mal noch hin und her, oder? Ein letztes Mal probieren hin und her. Und auflösen. Wow, klasse. Ich bin wieder die Sanduhr. Ich mache 32 V-Schritte nur mit dem rechten Bein. Und das sind einbeinige Deadlifts nur mit dem rechten Bein. Und los geht's. Einer und zwei. Und so weiter geht's. Nimm dir in dieser Übung deine Zeit, die du brauchst. Oder wenn du hier als Sanduhr fungierst, dann push den Puls und nimm die Arme mit. Was bist du? Nur auf dem Sportler-Trip oder nur im Sanduhr-Trip? Such dir aus. Oder du wechselst ab mit uns. Yep. Kannst du gleichzeitig noch ganz nach unten scrollen im Chat? Ja, super. Aha, der Ulf ist noch dabei. Sehr schön. Komm, Endspurt, die letzte Runde. Das geht besser, oder?
Oberschenkel, Rückseite wird spürbar, sagt Fabienne. Komm, die letzten zwei V-Schritte. Einer mehr. Oh, Löse, locker. Du bist Sandro mit V-Schritte rechts. Und ich bin Sportler. Hättest du den rechtes Knie oben gehabt? So. Auf den letzten V-Schritte rechts. Ja. Yeah. Ah. Ja, perfekt. Du machst es 1A. Jawohl. Also, Sandu ist entspannt, gell? Und hier wird's wackelig. Halt die Sus. Und versuch immer hier mit den Fingerspitzen an den Boden und das hintere Bein schön Richtung Decke. Oder wenn es dir zu viel wird, dann zeig einfach mit den Fingerspitzen Richtung Boden. Letzte Runde, sagt Fabienne. Also ab jetzt 8 Stück noch, gell? Und stopp, locker. Pause. Immer wieder Sanduhr, V-Schritte links. Und Fabienne macht einbeinige Deadlifts mit dem linken Bein. Okay? Auf los geht's los. Stefan gibt's Zeit. Er nickt. Stefan macht hier Schultertraining. Eigentlich sollte mir die Stefan hier hinten auf die Couch setzen, nur dass ihr auch ein bisschen was von ihm habt. Oder? Jawohl. Große Arme. Was meinst du? Ja, stimmt. Stefan konnte gesundheitsbedingt wegen seinem Beißerchen ein bisschen aussetzen. Aber am Mittwoch sehen wir ihn wieder live und in Farbe. Komm, die letzte, 8 Stück. Große Schritte, lange Arme. 4 Stück noch. 2 mehr. Und löse auf. Locker. Wir wechseln, V-Schritte links. Und hier das Bein. Stimmt es? 4 noch. 3 und los geht's. Hey, nee, jetzt hat das Gleiche geklappt. Ja. Momentan ist noch schön gemütlich dieses Workout. Es sei denn, du entscheidest dich immer für die Sportler-Variante. Dann wird es ganz schön knackig. Dann wird die Beinrückseite jetzt knackig. Oder du machst immer Sanduhr. Dann. Und die Fettverbrennung. Also entweder das Kombitraining, dann gibt es weniger Speck und mehr knackig. Oder Fettburner oder Kraft. Dann 4-mal V-Schritte noch. Ein letzter. Und stopp. Wow. Neue Übung für uns als Sanduhr. Einmal Knie, einmal strecken. Rechts und links im Wechsel. Hier machen White Squats und kreist die Arme. 5, 6, 7, 8. Knie, strecken. Knie, strecken. Entweder so ein bisschen bouncen, das ist ja kein Jump, sondern nur ein Federn. Oder am Platz. Arme. Straight and up. Straight and up. Meine Arme müssen ein bisschen koordinieren. Stefan filmt nie wieder an mir am Montagabend. Jawohl. Wo bist du eigentlich in welchem Team? Immer im Wechsel? Oder eher Sandro oder eher Sportler? Hup. Die letzten zwei. Eine Runde noch. Und stopp.
wechseln. Wie ist das? Okay, Cardio mit der Sanduhr oder Kraft. Eine Seite, Oberschenkel und Arme. Auf, los geht's, los. Bist du hier auch so gefedert? Ja. Okay. Puh. Das fängt so harmlos an, aber dann spürt man es bald mal. Aber merkst du was? Es schreibt keiner. Ich glaube, es sind alle beschäftigt. Entweder mit Auswählen oder mit klarkommenden Arm- und Beinkoordination. Ganz so einfach in diesem Funke Mariechen, gell? Komm noch ein bisschen tiefer. Und locker. Ah, nein, noch eine Runde. Stefan. Komm, die letzte. Zwei Funke Mariechen, eins rechts, eins links. Und stopp. Wow. Locker deine Beine. Nächste Übung. Stell dir vor, du hast einen Stepper. Hier gibt es ein Knie in die Richtung und ein Knie in die Richtung. Oder Burpees laufen. Und hopp, wechsel. Hopp, wechsel. Arme, wer mag? Yep. Die Burpees so laufe gern wie Fabienne. Oder natürlich, wenn du mehr magst, dann darfst du auch in das Jump Workout. Aber unser Motto ist heute ohne Jumps. Yes! Für uns gilt es große Schritte und hohe Knie. Zieh. Also wenn der Stefan richtig gezählt hat, Fabian, hör mal, jetzt muss helfen. Zieh. Der zählt richtig. Gar keine Frage. Jawohl! Komm, die letzten 8 Stück. Zieh. Wie ist es bei dir? Gut, seid sie. Für Fabienne sind die Burpees easy. Komm, die letzte beide Knie. Und stopp. Wechsel. Entweder Team Karin oder Team Fabienne. Such dir aus, Cardio oder Kraft. Letztes Motiv ein- und ausatmen. 4, 3. Starte mit den Knielifts oder tief. Bist du auch so zackig nach hinten? Ja. Puh. Hey. Und bei den Burpees lass den Kopf immer höher als dein Herz. Dann wird dir nicht schwindelig, wenn du hochkommst. Kleiner Tipp. Ja. Also weit runter mit dem Popo. Halbzeit. Hey. Full Body, wir haben euch nicht zu viel versprochen. Letzte Runde. Hip. Ist eigentlich schon jemandem aufgefallen, dass ihr neue Musik habt? Ich hoffe. Ein letzter Burpee. Oh, kein Jump. Super. Nächste Runde, was hämmer? Ja. Entweder hier Ferse spitze, nur mit einem Bein oder Lunge und Leg Lift. Los geht's. Beides mal die Beine. Das wird knackig. Jetzt nach den Burpees ist es auch richtig schön warm. Entweder Arme 90 Grad, wie so Running Arme, oder ganz gestreckt ziehen. Hey. Hier bleibt tief im Knie. Merkst du schon was? Fabienne sagt, aua. Sieh. Endspurt. Stefan macht einen tollen Job, gell? Die letzten 16 Stück. Für euch sind es nur noch 4. Komm, bleib tief, egal wo du bist. 4, 3, 2,
locker. Und jetzt kann man überlegen, welches Bein man nimmt. Irgendeins wird leiden. Ich habe mit dem linken Bein stehend angefangen. Jetzt musst du hier tippen und ich mache Squats. Du tippst. Du bist jetzt die Sandu. Ach so, in die Richtung. Okay. Dass wir uns angucken. Ach so. Hey, hast du es auch so schnell gemacht? Ja. Schön. Hey, wenn das keine schönen Beine gibt. Popo. Vorderseite, Rückseite und Waden. Einfach alles. Stefan, wie viel? Nein. Oh, wir merken schon, wenn es zu lang wird. Die letzten vier. Zumindest mal hier Ausfallschritte. Zwei mehr. Und stopp. Eieiei. Wechsel. Jetzt strecke ich dir aber den Rücken hier. Tut mir leid. Sandu mit mir, Sportler mit der Fabienne. Und los geht's. Ja. Und jetzt ist ein Bein schon ein bisschen vorbelastet. Das spürt man jetzt. Entweder Standbein oder Spielbein. Yes. Anja trainiert schön im Wechsel, so wie wir es auch machen. Armbeinkoordination, ja, aber voll Heike. Wir denken immer an alles. Wir werden nicht nur knackig und schlank, wir werden auch hier so ein bisschen Body and Brain, Training für alles. Und ein bisschen Fasten. Und Aua sagt sie auch schon, genau das ist das, was wir hören möchten. So fühlt sich unser Hintern nämlich auch an. Gehen wir jetzt im Endspurt, Stefan. 4, 3, 2, stopp. Ei. Das ist nur so an einem Punkt, wo der Po sich zusammenzieht, gell? Endspurt. 4, 3, tief und hoch. Egal, ob du Cardio oder Kraft machst, erstmal ohne Arme oder kleine Arme. Und dann werde größer. Klasse. Und probier wirklich tief zu gehen bei den Ausfallschritten. Und auch tief ins Standbein bei Ferse, Spitze, Tap. Und bei beidem bleibt der Oberkörper lang. Bauchnabel zieht nach innen. Die letzten 8 Lunges. Oder 16 Mal tappen. Hört sich unglaublich viel an, gell? Letzter. Stopp. Kurzer Break. Kurz was trinken. Und dann kommt Fabienne zu euch und coacht euch. Aber ihr könnt schon mit Mathe rechnen, oder? Hallo auch von mir. Wir sind alle gut warm. Wir kümmern uns ein bisschen jetzt um die Körpermitte. Wir gehen an den Chor, wir gehen auf die Matte. Okay? Gleiches Prinzip wie bisher. Einer ist Sandu, einer Sport, dann wechseln wir zwischendurch. Okay? Wir starten. Ich zeige euch einmal erst die Sandu-Übung mit mir. Das sind Power Lunges. Heißt, du bist im Stütz
machst einen großen Schritt nach vorne, schiebst dich zurück und großer Schritt nach vorne. Wenn du magst, mit der Karin im Fallschirm. Okay, wir starten. Los geht's. Komm. Rück und vor. Rück und vor. Schieb dein Gewicht weit zurück, Hände unter der Schulter, Bauchspannung. Und wenn du bei Karin bist, dann drück deine Fersen kraftvoll zusammen. Hebe Oberschenkel und Oberkörper vom Boden. Okay? Super. Der Rumpf darf arbeiten. Die Körpermitte darf arbeiten. Die hatte bis jetzt noch Pause, oder? Was schiebt denn? Wenn ich da jetzt zu schnell bin, mach gerne langsamer. Wir spüren die Oberschenkel, die haben schon einiges hinter sich, gell? Ja. Ich bin so schnell, ich merk's. Hey, aber eine Runde haben wir noch. Das schaffen wir, oder? Komm. Beißen, beißen, beißen. Schaffst du das? Nur noch viermal mehr. Drei. Zwei Stück. Und stopp. Wechsel die Position oder mach noch mal eine Runde, wie du möchtest. Fersen zusammen. Hände an die Schläfe. Oder waren die? Oh, die Hände. Im U. Im U. Und los geht's. Schiebe. Kleine kraftvolle. Drücke deine Fersen jetzt ganz fest zusammen. Heb dein Brustbein, heb die Beine, kneif den Popo. Okay? Und die Arme wie so ein U. Und dann pulsiere. Zieh dich immer höher. Und aktiviere die gesamte rückseitige Kette. Und mit Karin. Was hier besser ist. Nee. Beides irgendwie entweder entspannt. Wir sagen, wir wissen echt nicht, was besser ist. Beides intensiv, beides hat es irgendwie in sich. Auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber jetzt heißt durchhalte, komm. Nur einen Tick höher, versuch's. Oder bleib in Bewegung mit Karin. Letzte Runde. Komm. Nur einen Tick höher, einen Tick höher. Lass den Po brennen. Die letzten Sekunden, versprochen. Nur noch 4, 3, 2, 1. Komm gerne mit mir an den Vierfüßlerstand, wenn du magst. Rechter Arm, linkes Bein und zieh dich klein zusammen. Oder mit Karin in den Seitstütz. Okay? Vom Seitstütz aus hebst du dein oberes Bein. Let's go. Klein und lang. Klein und lang. Ellenbogen und Knie treffen unterm Bauch zusammen. Eine schöne Übung für deine Rückenmuskulatur. Auch hier wieder zackig, gell? Wenn dir das zu schnell ist, mach gerne langsamer. Aber dann sind wir im Rückenfitness. Dann sind wir nicht im Montagskurs. Also such's dir aus. Oder bleib bei Karin und mach mit dem oberen Bein schön Halbkreis. Das heißt, tappe immer vorne und hinten tief. Zieh deine Hüfte weit zur Decke und spür den seitlichen Bauch im Seitstütz. Bleib dabei. Auf geht's. Letzte Runde. Genau. Bleib dabei. Noch zweimal mehr. Entschuldigung. Letzter. Stopp. Wir wechseln. Team Karin, Team Fabienne, Team Sandua, Team Sportler. Seitstütz und Vierfüßler. Such's dir aus. Schieb die Hüfte hoch. Heb dein Bein in die Luft. Hoch. Rück. Hoch. Halte deine Hüfte weit oben. Karin muss natürlich jetzt das Tempo machen, das ich auch gerade gemacht habe. Da kommt sie nicht drum rum. Aber wie gesagt, wenn es dir zu schnell ist, mach gerne langsamer. Und hier, halte deine Hüfte ganz weit in der Luft. Schultern ziehen zurück. Deine Arme in einer Linie. Spürt man ganz schön. Auf geht's. Halbzeit. Yes. Jetzt wird es richtig warm. Das ist super. Und jetzt wird es immer schwieriger, dein Bein hochzuziehen. Aber jetzt versuch's. Viermal mehr. Und drei. Komm, komm. Zwei. Letzte Runde. Wisst ihr was? Wir haben noch eine zweite Seite, gell? Hör's auf. Zurück. Vier Füßler mit mir, Seitstütz mit Karin. Wir wechseln die Seite. Du musst dir immer ein bisschen merken, welche Seite vorher war.
Wir nehmen linken Arm und rechtes Bein und dann komme. Klein und lang. Klein und lang. Oder hebt dein Bein im Halbkreis. Super. Übrigens freuen wir uns immer sehr über eure Bilder von euch mit uns beim Sport, auch draußen bei den Outdoor-Challenges oder drin bei den Live-Kursen. Also gerne her damit. Super, komm. Und jetzt bleib kurz. Ich hoffe, ihr habt daheim genug Platz. Hey, falls ihr zu Hause zu zweit seid, Pascal und Sabrina, ich hoffe, ihr habt euch so ausgesucht, dass immer eine Person das macht, was ich mache, und die andere Person das macht, was Karin macht, oder? Das bietet sich nämlich an. Genau, und falls ihr alleine seid, dann sucht euch jemand zu Hause, der spontan mitmacht. Die letzten 4, 3, 2, 1, letzte Runde hier. Seitstütz oder Vierfüßler? Oder macht Katze und Kuh Vierfüßler, wenn es nicht mehr geht. Rund machen und lang ziehen, das geht immer. Ellenbogen und Knie sind eine Linie, schieb die Hüfte, heb dein Bein. Tap und lift, tap und lift. Ganz schön wackelig, gell? Ach so, ja, wer ein bisschen empfindliche Knie hat, kann das gerne so machen wie Karin und einmal die Matte aufrollen. Das geht auch. Oder auch für den Ellenbogen super, gell? Aber vielleicht habt ihr zu Hause auch ein bisschen dickere Matten, da ist es kein Problem. Oh, let's go, let's go. Halbzeit. Lass es brennen. Und jetzt schieb deine Hüfte noch einen Tick weiter zur Decke. Mach dich lang in alle Richtungen. Hol nochmal alles raus. Wow. Komm, komm, komm. Das Bein wird immer schwerer. Die letzten zwei. Einer mehr. Und wir bleiben beim Bauch, wir bleiben beim Rumpf. Stopp. Löse. Sanduhr, Russian Twist. Wir tappen von der einen zur anderen Seite. Okay? Oder mit Karin, der Sportler, wenn du möchtest. Schau her, wir kommen in den Frosch und ziehen uns in die Länge. Komm, tief, hoch. Tief, hoch. Dreh ein. Wichtig beim Russian Twist, stell deine Fersen fester auf die Matte und dann lehn den Oberkörper leicht zurück. Und hier kannst du jetzt so ein bisschen variieren. Je weiter du dich zurücklehnst, desto intensiver wird die Bewegung. Je weiter du oben bleibst, desto angenehmer. Und dann dreh weit ein. Bring die Hände Richtung Boden und wichtig, nimm den gesamten Oberkörper hier mit. Wir drehen aus der Mitte, aus dem Rumpf. Perfekt. Karin, alles klar? Zieh dich klein zusammen mit Karin und wieder in die Länge. Yep, klasse. Das Schöne hier, wir haben keine zwei Seiten, sondern jede Übung nur einmal. Oder zweimal die eine oder zweimal die andere, such's dir aus. Und stopp. Entweder mit mir in Rückenlage oder nochmal eine Runde Russian Twist. Öffne deine Beine breit, bring die großen Zehen zusammen, Hände zu einer Faust. Und dann starten wir. Ready? 3, 2, 1, komm. 3, 2, 1, zieh dich lang. Drei kleine ganz oben. Zieh deine Faust Richtung Füße, löse die Schulterblätter vom Boden. Und dann zieh dich in die Länge. Wichtig, unterer Rücken drückt auf die Matte. Super, klein, klein, klein und lang. Und jetzt crumps so klein du kannst, du spür deinen Bauch. Der Sommer kommt. Ich habe gehört, es soll wärmer werden die nächsten Tage. Zeit für den Bikini. Okay, vielleicht noch nicht ganz. Aber lang geht's nimmer. Komm. Endspurt, Endspurt. Oh, das ist knackig. Nimm die Beine. Ja, die Beine. Die Kombi ist gut. Die Beine gern weiter Richtung Decke, wenn es zu viel wird. Vor allem die Kombi, was jetzt noch kommt. Stopp. Bleibe gerne mit mir hier. Hände hinter den Kopf oder an die Schläfe und dreh ein. Linke Ellenbogen und einmal klein, einmal in die Länge. Karin, was machst du? Hip Hinge. Okay, such dir aus. Klein und lang. Einmal klein ziehen, einmal lang ziehen. Immer die gleiche Seite, okay? Ja, ja, es gibt wieder
viele Runden. Wir haben zwei verschiedene Seiten. Wenn du bei Karin bist, dann heb die Hüfte und schieb sie weit Richtung Decke. Genau. Und wenn du bei Karin bist, dann platz dir gleich dahinter, sagt sie. Ja, und Stefan der Angeber meint, dass man das am Mittwoch oder sie das am Mittwoch immer zum Aufwärmen machen. Genau. Schauen wir mal am Mittwoch, Stefan, gell? Was wir da so machen. Perfekt. Endspurt. Und wenn du nicht mehr kannst, stell beide Füße auf und schieb deine Hüfte zur Decke. Das geht auch. Fies. Letzte Runde. Und stopp. Oh, kurze Pause. Das ist für beides fies, gell? Das seitliche Bauch spüren wir auch gut. Okay, startklar. Wir nehmen mit mir entweder die Hip Bridge oder mit Karin die seitlichen Crunches. Ready? Let's go. Hoch und tief. Hoch und tief. Vor allem, ich muss gerade dran denken, als wir die Übung ausgesucht haben heute Morgen. Hatte man so davon, dass die Übung, wo ich jetzt gerade mache, ja so schön knackig ist. Deswegen machen wir sie. Und jetzt, ja, genau. Und die Karin jetzt gerade macht, soll so entspannt sein, haben wir gedacht. Falsch gedacht. Beides knackig, wenn nicht sogar sehr knackig. Aber dafür sind wir ja da, oder? Also, auf geht's. Schieb die Hüfte höher und schieb deine Ferse in den Boden. Kneif den Po. Und versuch jedes Mal, dich noch ein bisschen mehr über die Seite zu ziehen, wenn du bei Karin bist. Komm. Endspurt. Eben, und wir haben hier einen super Full-Body-Workout. Der ganze Körper schafft. Und keine Sprünge. Wie cool ist das denn? Nachbarfreundlich. Nach zwei. Stopp. Ich hab's euch schon gesagt, wir haben noch eine zweite Seite. Bin gespannt, was ihr zu Hause alle mitmacht. Ob ihr alle nur liegen bleibt? Nein, auf keinen Fall. Hey, rechte Schulter, linkes Knie. Eindrehen. Oder dein linkes Bein zur Decke. Das geht auch. Bleibt dabei. Einmal Knie und einmal lang. Die schön entspannte Sanduhr-Übung. Wichtig, wenn ihr die Hände hinterm Kopf habt, dann öffnet die Ellenbogen ganz weit und dreht auch hier wieder aus eurer Mitte. Mehr, mehr, mehr. Oh, das war die Halbzeit. Es ist ganz normal, wenn euch manche Übungen so ein bisschen länger vorkommen als andere. Es ist nicht so, Stefan zählt super. Der hat es voll im Griff. Es ist einfach sehr unterschiedlich von der Intensität der Übung. Okay, der V-Schritt war ein bisschen angenehmer wie das hier, oder? So ein bisschen. Letzte Runde. Nochmal lang. Und stopp. Löse. Einen haben wir noch, gell? Eine letzte Runde Hip Bridge. Beziehungsweise mit Karin eine letzte Runde seitlicher Bauch. Perfekt, wir starten durch. Let's go. Hoch und ab. Hoch und ab. Die Seite ist noch frisch. Außer ihr habt euch dazu entschieden, nur Po zu trainieren und dann vier Hip Bridges hintereinander zu machen. Dann ist die Seite vielleicht auch nicht mehr ganz so frisch. Hoch. Coole Musik, oder? Auf geht's. Halbzeit, Halbzeit. Komm, beiß die Zähne. Und wie ihr seht, wir haben nur noch 8 Minuten auf der Uhr. Es kann also nicht mehr allzu schlimm werden und nicht mehr allzu lang dauern. Deswegen beiß die Zähne bis zum Schluss. Komm, letzte Runde, Team. Kriegst du deinen Po noch höher? Kannst du dich noch ein bisschen kleiner ziehen mit den Crunches? Noch 4, 3, 2, stopp, löse. Komme gerne mit mir in den Stand. Oder bleibe mit Karin auf der Matte. So, jetzt haben wir was für euch, Pascal und Sabrina, und für alle, die zu zweit unterwegs sind. Eine Person macht den Hover, den Unterarmstütz, und hält hier unten. Andere Person springt drüber oder geht drüber. Schau mal her, du kommst. Schritt, Knie, Knie, Knie. Zieh die Knie hoch, okay? Oder nimm die Arme mit dazu.
Klasse. Und jetzt, wie hoch kriegst du deine Knie? Und wenn du im Hammer bist, dann hältst du einfach nur. Nur und einfach sind so Begriffe, die ich gern benutze. Dann hört es sich immer so entspannt an. Gell, Karin sagt, es fühlt sich auch so an. Also, easy peasy. Komm, wenn du hier oben bist, dann zieh dein Knie kraftvoller und nimm die Arme dynamischer. Wir haben jetzt einen schönen Fettverbrennungspuls. Und den halten wir. Halbzeit schieben. Und Karin, alles klar da unten? Super. Oh, das ist die letzte Runde. Komm, noch vier. Drei. Zwei. Und stopp. Positionswechsel. Karin freut sich. Ich weiß noch nicht, ob ich mich freuen kann. Komm in dein Hover. Auf die Knie und auf die Zehen. Und let's go. Halte. Oder? Ja. Nimm die Arme direkt dazu, dass der Puls schön oben bleibt. Wir sind nämlich im Endspurt für heute. Super. Zieh den Bauchnabel ein, drück dich aus den Schultern und blicke zu deinen Händen, wenn du bei mir im Stütz bist. Ja, mach. Karin will sich absetzen. Oh, Halbzeit. So, und jetzt mal mit durchhalten. Ich weiß, es brennt. Und wenn ihr so hart seid, vielleicht macht ihr ja durchgehenden Unterarmstütz. Ja, auch eine Option fürs nächste Mal. Komm, komm, komm. Endspurt. Das ist die zweitletzte Übung. Wir haben noch eine letzte Runde für euch und dann haben wir es schon geschafft. Komm. Die letzte. Noch vier, drei, zwei, eins. Stopp. Löse. Perfekt. Team Karin, steht, bleibt stehen oder mit mir. Ihr geht in die Machtpose, wenn ihr steht und haltet tief. Oder hier, schau mal her. Lang, ran. Lang, ran. Mit Mikrofon geht es nicht so gut. Hab gedacht, ich habe so kurze Beine. Karin hat morgen blaue Flecke. Okay? Und die Übung könnt ihr natürlich auch alleine machen. Ihr braucht keinen Partner dazu, aber zu zweit ist natürlich auch immer witzig. Also falls ihr das Video mal anders nochmal macht, schnappt euch euren Partner, Freund, Freundin und macht's gemeinsam. Komm, Länge und klein. Länge und klein. Spür den Bauch, spür den Rumpf. Karin, was sagst du? Super. Oberschenkel und Beine. Komm, komm, komm. Endspurt. Drück die Knie zusammen, egal wo du bist. Das trifft auf uns alle zu. Oh. Was schreibt Sabrina? Oberlustig, das glaube ich. Zu zweit ist cool, gell? Allerletzte Runde. Team Machtpose oder Team Bauch? Such dir aus, wo du heute nochmal so ein richtig knackiges Brennen spüren möchtest. Bring die Beine zusammen, komm auf deine Ballen und schieb den Po zurück und tief. Oder zieh die Knie zur Brust und mach dich lang mit Karin. Wenn du hier bist, dann versuch den Po so tief wie möglich zu schieben und deine Fersen so weit wie möglich anzuheben. Und bleib jetzt fest in deiner Mitte. Und jetzt halte noch deine Balance. Gar nicht so einfach, hey. Das war knapp. Beweglichkeitstest. Ja, genau. Komm, komm, komm. Allerletzte Runde für heute. Kannst du noch ein bisschen tiefer? Zieh deine Arme noch weiter zur Decke, richte dich auf. Und immer schön strahlen mit Karin. Wenn man lächelt, dann ist es nicht ganz so schlimm. Oh, jetzt läuft die allerletzte Runde, Team. Das heißt, jetzt sitzen wir noch tiefer. Komm, noch vier. Drei. Zwei. Löse. Wow, und direkt haben wir Entspannungsmusik. Einmal lockern. Wir bleiben erst auf dem Boden. Setz dich einmal auf deine Matte. Und da der Po so viel gearbeitet hat, nimm mal dein rechtes Bein ran, dein linkes Bein über Kreuz. Schau, dass du mit beiden Pobacken guten Kontakt zur Matte hast.
Nimm deine rechte Hand ans Knie, richte dich auf, linke Arm zurück und dann zieh dich ganz langsam über die Seite und dreh dich ein. Blicke über deine Schulter zurück. Das war ein abruptes Stretching, gell? Zack, zack. Aber das können wir jetzt brauchen. Jetzt kannst du tief durchatmen und spür die Länge im Gesäß, Oberschenkel, Außenseite. Ja, unser Hintern macht weh. Löse mal auf, dein rechtes Bein bleibt, nimm dein linkes Bein mal lang zur Seite und zieh das rechte Bein so ein bisschen darüber. Zieh die Zehenspitzen zu dir, atme ein, zieh dich in die Länge und mit der Ausatmung lehn dich über die Seite und öffne deine Flanke. Auch die Taille, der seitliche Bauch hat wahnsinnig viel gearbeitet heute. Versuch die Schulter so ein bisschen zurückzuziehen, den Kopf locker zu lassen. Atme. Klasse. Komm zurück zur Mitte. Wir wechseln direkt die Seiten. Wir starten hier einmal auf dieser Seite. Langes Bein, anderes Bein gebeugt. Atme ein, zieh dich lang. Atme aus und sinke über die Seite tief. Öffne die Flanke. Hey, wir haben heute mal richtig pünktlich, oder wir hören mal richtig pünktlich auf. Oh ja, wir überziehen nicht, gell Stefan? Das muss man auch mal anmerken. Komm zurück zur Mitte und wechsle auch hier die Beine einmal. Bleib mit dem Bein hier, wo du bist und nimm dein rechtes Bein über Kreuz. Beiden Pobacken auf den Boden. Linke Hand oder linken Ellenbogen ins Knie und dann zieh dich in die Länge, zieh deinen Scheitel Richtung Decke. Dreh ganz weit ein. Puh. Und wir merken, wir haben auch ein intensives Po-Training heute hinter uns, gell? Den spüre ich fast am meisten von allem. Aber das Schöne ist, Full Body, wir haben wirklich den ganzen Körper beansprucht. Und von hier aus, löse auf, stell dein vorderes Bein auf, komm mal in die Vorbeuge, lass dich kurz baumeln und dann roll dich auf in den Stand. Umfass einmal dein rechtes Fußgelenk, zieh deine rechte Ferse Richtung Po, Knie parallel, schieb die Hüfte zu uns nach vorne, spür die Länge in der Vorderseite. Klasse. Löse auf und wechsle. Alles mit der anderen Seite. Finde deine Balance. Das ist auch gar nicht so einfach, gell? Wir haben schön viele Balanceübungen noch mit dabei gehabt. Alles. Full Body. Und dann stell dich zum Abschluss nochmal richtig schön breit. Atme ein, zieh dich ganz lang. Atme aus, sinke tief. Einatmen, Länge. Ausatmen, tief. Und beim nächsten Mal schließe deine Beine und zieh dich so lang, wie du kannst, in Richtung Decke. Und dann sagen wir vielen, vielen Dank. Es war schön mit euch. Wir wünschen euch einen schönen Abend und bis ganz bald. Tschüss.